Gut, dann begrüße ich euch sehr herzlich zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Sonntag um 13.30 Uhr. Gesprächspartner hier auf dem Podium, wie immer, unser Cheftrainer Markus Karczynski. Markus, ich würde dich einfach bitten, schon mal uns direkt einen kleinen Überblick über die Personalsituation zu geben. Ja, hallo zusammen. Kurzer Überblick. Noah Bredar ist im Belastungsaufbau, genauso wie John Idle und Nick Betzner, stehen aber noch nicht zur Verfügung, machen Fortschritte. Sind diese Woche aber nicht an 100% rangekommen. Und das ist für uns einfach so der Benchmark, zu sagen, jemand ist voll belastungsfähig und nicht nur schmerzfrei, sondern die Jungs waren jetzt auch ein bisschen weg. Deswegen stehen die noch nicht zur Verfügung. Keenan Bennett ebenso, da dauert es noch ein bisschen länger. Nicht zur Verfügung steht außerdem Lasse Günther, der aus dem letzten Spiel muskuläre Probleme, eine kleine Verhärtung mitgenommen hat, die sich als sehr hartnäckig erwiesen hat. Hat bisher nur individuell trainiert und ich glaube auch morgen, dass er morgen auch nicht beweisen kann, dass er diese 100% bringen kann. Und deswegen steht Lasse Günther auch nicht zur Verfügung. Dagegen Arthur Lüsker und Emanuel Tafazofer haben komplett durchtrainiert, sind Kandidaten für den Kader. Ob sie dann tatsächlich reinrutschen, das weiß ich noch nicht, weil wir natürlich ja mittlerweile auch mehr Jungs haben, als in den Kader reinkommen. Das wird sich dann entscheiden. Das müssen wir dann sehen. Vielen Dank. Dann Feuerfreu für Ihre und eure Fragen. Wer möchte anfangen? Thorsten Mudders vom Wiesbadener Kurier, bitte. Ja, hallo. Der SVW am Freitagabend Spitzenreiter der zweiten Liga, jetzt nach den Spielen Konkurrenz auf Platz 3. Das muss doch eine schöne Trainingswoche gewesen sein. Wie geht man damit um? Wie hält man die Jungs auf dem Teppich, dass sie jetzt nicht auch abheben nach so einem tollen Start? Ja, ich glaube, dass am dritten Spieltag, da wird kein Strich unter die Tabelle gemacht, sondern das ist eine kurze Momentaufnahme, das hat nicht viel zu sagen, das wissen wir alle. Natürlich ist es schön, am dritten Spieltag 7 Punkte zu haben, das Gefühl, dass man konkurrenzfähig ist, das haben wir. Und natürlich ist eine Woche immer schöner, wenn man auch gewinnt. Aber fürs große Ganze ist das noch nicht aussagekräftig, sondern lediglich ein kleines Gefühl der Gewissheit, dass wir gut drauf sind. Mehr ist das nicht, weil auch in jedem Spiel, und das haben wir auch analysiert für uns, auch in jedem Spiel gab es Momente, wo ein Tor fahren kann, wo ein Spiel in die andere Richtung kippen kann. Das war jetzt auch beim KSC, gab es ja durchaus Chancen für einen KSC, egal ob am Anfang oder am Ende, wo ein Spiel auch immer in die andere Richtung gehen kann. Deswegen sind wir nicht nur beim großen Ganzen, sondern wir sind vielmehr in diesen kleinen Sachen, wo wir merken, okay, wir müssen da noch zulegen. Wir hätten auch eher den Deckel drauf machen können, haben am Ende Umschaltmöglichkeiten für uns gehabt, wo man auch gerne das zweite Tor machen kann, vielleicht ein Spiel schon entscheiden kann. Haben dann glückliche Momente gehabt, wo auch ein Tor gegen uns fallen kann. Haben einen guten Torwart gehabt, der auch wieder gute Bälle gehalten hat. Das alles wissen wir einzuschätzen, dass wir gute Spiele gemacht haben, dass wir aber auch noch Luft in allen Bereichen haben und wieder den Kampfanzug auch gegen Nürnberg auspacken müssen. Matthias Schlenger für den Kicker, bitte. Ja, Sie haben die 7 Punkte angesprochen, da besteht da jetzt nicht zwingend Handlungsbedarf. Ist denn in der Mannschaft die Konkurrenzsituation so gegeben, dass jetzt die hinten an sind, das als als Signal sehen, noch ein bisschen zuzulegen, um sich für die Ersatzbank oder auch für Kurzeinsätze zu empfehlen? Und gibt es Positionen, auf denen es da momentan besonders eng ist? Ja, das haben wir natürlich gerade im Sturm. Hat sich jetzt noch keiner rauskristallisiert, der jetzt auch 90 Minuten durchmarschieren kann. Natürlich hat Lee mit seinen Auftritten und auch nicht nur mit seinem Tor, sondern auch mit seinen Auftritten bisher natürlich dafür gesorgt, dass ich mir um diese Position im Moment keine Gedanken mache. Aber auch die anderen Sturmpositionen, da ist es mit Toni und auch mit Franko Kovacevic, die machen Druck auf die Jungs. Im Training geht zur Sache. Die Jungs kämpfen um ihre Plätze. Auch in der Abwehr haben wir ja nur auch genug Jungs, die da ebenfalls spielen können, auch wenn wir die Sache insgesamt gut gemacht haben. Trotzdem geben die Jungs Gas und wollen zeigen, dass sie da sind. Also der Einsatz im Training, der Kampf um die Plätze, der ist absolut da. Thorsten, bitte. Am 1. September ist endlich das Transferfenster geschlossen. Beim SVW gab es auch so ein, zwei Personalien, wo viel spekuliert und auch dann drüber geschrieben worden ist. Wie stört sowas einen Trainer in der Vorbereitung, auch zu Beginn einer Saison, dass noch nicht ganz klar ist,
welche Mannschaft am Ende einen Trainer zur Verfügung hat. Ja, im Moment habe ich was verpasst. Im Moment ist nichts, oder? Weiß ich irgendwas nicht? Nee? Nein? Okay, gut. ja, mit den Geschichten vorher, egal ob es dann jetzt Holler war oder dass wir Begehrlichkeiten geweckt haben mit unseren Auftritten und wer dann gut in der dritten Liga ist, ist auch für andere interessant. Das wissen wir, da will man als Trainer natürlich immer so viel und so früh wie möglich wissen. Ich weiß aber auch, dass es ja am Ende des Transfers wird das immer noch mal heiß werden kann. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass bei uns noch was passiert, weder in die eine noch in die andere Richtung. Es gibt da keine Neuigkeiten, dass wir gesagt haben, wir halten die Augen und Ohren offen, haben wir gesagt, aber das Gefühl, dass man den Kader jetzt nochmal irgendwie verstärken muss, haben wir jetzt auch nicht. Auch das Gefühl, dass jemand geht, haben wir auch nicht. Das ist nicht mehr lang bis zum Ende der nächsten Woche. Von daher sind wir da relativ entspannt. Matthias, bitte. Bei Sascha Mockenhaupt war es ja in der Rückrunde der vergangenen Saison schon so, dass er entweder Dreierkette oder rechte Außenbahn gespielt hat. Jetzt war es gegen Karlsruhe wieder die Außenbahn. Gibt es da für Nürnberg schon konkrete Pläne oder möglicherweise einen Wissenschaftler, der ihn klonen könnte? Wenngleich jetzt in der Innenverteidigung, Sie haben es angesprochen, die Optionen natürlich da sind. Ja, Abwehr haben wir prinzipiell genug. Er hat sich das angeeignet, im letzten Jahr auch diese Position zu spielen, auch Wege in die Offensive zu finden, weil er einfach als Abwehrspieler über ein gewisses Tempo verfügt und auch über ein gutes Spielverständnis verfügt. Wir haben uns für ihn entschieden, einfach auch gegen den KSC eine etwas defensive Variante, gerade gegen Vanicek, jemand, der auf seiner Seite dann auf unserer rechten, auf Karlsruhes linken Seite unheimlich schussstark ist, immer torgefährlich war. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das ein bisschen defensiver auszurichten. Das war auf den Spieltag gerichtet. Es wird immer wieder auch geguckt auf diese Matches, wer passt vielleicht dazu. Gleichzeitig guckt man natürlich auch sein eigenes Spiel durchzuziehen, aber es gibt manchmal so Momente, wo man das Gefühl hat, das würde uns gut tun und das tun wir nach wie vor. Das heißt, er ist eine Option für das eine, für das andere. Andere aber auch, ja, sowohl Martin Anger hat das sehr gut gemacht in der Dreierkette, ist ein sehr harter Verteidiger, was uns gut getan hat. Gleichzeitig war auch die Einwechslung von Thaim Goppel auf der rechten Seite, hat das Offensivspiel belebt und gleichzeitig hat er gut verteidigt. Diese Mischung hat er gut hingekriegt. Also wir haben mehrere Optionen und ja, für den Spieltag schauen wir einfach. Wir haben mehrere Optionen und da sind wir sehr glücklich drüber. Thorsten, mach ruhig weiter. Ja, fröhlichen Wechsel. Ja, Nürnberg steht erst an am Sonntag. Was kann man da erwarten als SVW-Fan? Wie werden Sie das Spiel angehen? Eher wieder defensiver wie jetzt zu Hause gegen Karlsruhe oder auch schon mit ein bisschen mehr Power nach vorne, also Risiko nach vorne? Ja, das wird sich am Ende, wollen wir natürlich mehr nach vorne spielen. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Ausrichtung des Gegners ab. KSC unheimlich spielstark, sehr viele bewegliche Leute, gerade im Zentrum. Da war es schwer zuzupacken, zuzugreifen. Das ist nicht einfach gewesen. Müssen wir dann auch Rechnung tragen. Nürnberg ist ein bisschen ähnlich, auch sehr viele bewegliche Leute. In den Zwischenräumen sehr offensive Mannschaft, dass wir schon noch defensiv gefordert sind. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich habe ja auch gesagt, dass wir noch Luft haben, im Ballbesitz rauszuschieben, selber Ballbesitz zu haben, daraus gefährlich zu werden, ist für uns der nächste Schritt. Was mal besser, mal schlechter gelingt, da sind wir noch nicht am Ende. Das ist eh mal eine Entwicklung, glaube ich, im ganzen Jahr. Aber wir haben da, glaube ich, insgesamt noch Luft. Wir wollen schon. Aber ich glaube, auch zu wissen, dass man erstmal verteidigen muss und gegen so eine spielstarke Mannschaft zu Hause, Nürnberg, dass man da auch erstmal verteidigen muss, ist auch klar. Aber wir wollen natürlich auch unsere Ballbesitzphasen ausbauen und auch unsere Umschaltaktion noch besser ausspielen, wobei wir da noch Luft nach oben haben. Gerne noch einmal, Thorsten. Ja. Sie haben schon Lee angesprochen, das Gesetz für Sonntag. Was hat Ihnen besonders an ihm bisher gefallen, diesen drei Spielen auch in der Vorbereitung? Hat er gleich eingeschlagen und sorgt für viel Wirbel? Was zeichnet ihn aus? Ja, er hat so ein gewisses Selbstverständnis für die Position. Da muss man nicht viel erklären, sondern er weiß im Zwischenraum sich zu bewegen, ist sehr aktionsschnell. In diesen engen Räumen gerade die zu lösen, aufzulösen, rauszukommen, hat er natürlich eine unheimliche Fähigkeit, ist eine absolute Stärke. Wir haben schon im Training gesehen, dass er auch in der Lage ist, Tore zu machen. Und das hat er jetzt bewiesen, auch aus solchen Situationen. Und das war jetzt kein Alltagstor. Es war aber auch
Ja, es war vielleicht ein Sonntagsschuss, aber ich habe das auch im Training schon öfter gesehen, dass er dazu in der Lage ist, auch im Schusstraining, also war das jetzt kein Ausrutscher. Er ist auch in der Lage, torgefährlich zu werden und das ist natürlich dann ein Gesamtpaket, was uns gut tut, jemand, den du immer anspielen kannst, der immer Lösungen hat, gleichzeitig andere einsetzen kann, torgefährlich werden kann, eine Unbekümmertheit an den Tag legt, macht einfach Spaß im Moment. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank für eure Teilnahme an unserer Pressekonferenz. Danke Trainer und wir sehen uns am Sonntag in Nürnberg. Tschüss.